Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit geredet, dabei hatte ich mein Mikrofon aus. Oh mein Gott. Bin ich stumm? Ja, aber dann sage ich mal jetzt Hallo. Hehe. Und so weit, Esmeralda. Ah, okay. So. Dadurch, dass du die Erinnerung der Prinzessin miterlebt hast, ist es auch ein Stück deiner Vergangenheit erwacht. Bevor ich es vergesse, sollte ich dir das hier geben. Ein Reckenband. Das ist dein Gewand. Die Prinzessin hat es meiner Obhut anvertraut. Du hast es eins erhalten, als du ein Recken geworden bist. Gehe sorgsam damit um. Wirklich, wirklich. Oh, ist gut. Naja, dann. Du erinnerst dich vielleicht nicht dran, aber du bist gar nun bereits einmal unterlegen. Du musst dich sorgfältig vorbereiten. Die vier Titanen, so nennen wir die antiken Kriegsmaschinen der Shika. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen.
Daruk vom Stamm der Goronen steuert den Titanen Varudiana. Revali von den Orni kontrolliert Var-Medor. Der Titan von Mipha der Zora nannte sich Varuta. Und Urbosa vor den Gerude steuert Vano-Naboris. Ohne ihm die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den 4 Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihre Verbleib. Das Licht der Shikasteins führt dir den Weg weisen, dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Ich kann dir nur mit meinem Wissen behilflich sein. Wenn du Fragen hast, werde ich sie dir beantworten. Zeldas Erinnerungen sind deine Erinnerungen. Suche die Orte auf, an denen die Fotos entstanden sind. Dann kannst du dein Gedächtnis vielleicht zurückgelangen. Wenn du sie alle gefunden hast, kehre wieder zu mir zurück. Ich kann dir nur mit meinen... Oh ja. Oh nein! Warten wir. Ich weiß es. Vor 1000 Jahren. Gut. 10.000, sorry. Da du dein Gedächtnis verloren hast, werde ich es dir so oft erzählen, wie du möchtest. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden 4 gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie.
So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es nun her, uns auf die Probezeit-Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgen wir diesem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, legte die Prinzessin die Zukunft von Hyrule in deine Hände. Ich kann dir nur mit meinem Wissen... Oh. Oh, dieser Anblick macht mich fast etwas wehmütig. Diese Reckenwand war vor 100 Jahren fast so etwas wie ein Teil von dir. Es kommt mir so vor, als wären wir zurück in jeden Tage gereist. Link, rette die Prinzessin. Rette Zelda. Oh. Wir müssen noch ein bisschen shoppen. So. Hallo. Hey. Ah. Ja. Ups. Hey. Ma. Ja, bis ich shoppe. Ich will mal ein bisschen verkaufen. Okay. Ich will mal nach gute Rüstung gucken. Weil wirklich, so kann ich das nicht mehr überleben. Schlafen habe ich vielleicht zufällig genügend. Ja, Herzen. Ja, wir haben ein neues Heer. Yay. Endlich. Kochen wir auch nicht schlecht. Weil wir so ziemlich... Wie man merkt, haben wir nichts. Deswegen mixen wir ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und ein Salzstein. Ich glaube, das sollte passen. Mist! Okay, nochmal. Ein bisschen Fleisch. Ein Goblinhauer. Was konnte denn daran schaden? Sein. Geil, ja. Oh. Lecker. So, das letzte. In die Hand. Zack. Ein Goblinhauer. Das. Und das da. Sehr lecker. Oh. So. Wir... Ich würde sagen, wir gehen auf die Suche nach Türmen. Egal wie weit sie weg sind, wir brauchen Türme. Dafür gehen wir erstmal hier hin. So.
So. Ja. Esmeralda war die Ausdauer sehr gut ist. Naja, es gibt bessere, aber ja, ist schon gut. Let's go! Ist ein bisschen zu weit weg, aber ich hab dann noch einen. Der ist auch nicht so weit. Aber ein bisschen gefährlich. Bald. Am besten sollte man hier nicht zu schnell reiten. Dann sollte er alles im Auge behalten. Da war was. Ich glaube, ein Schrein. Aber lass mal kurz den Tor. Sind die schlafen gegangen? Das ist okay, dass sie schlafen. Ein bisschen schwer. Au. Das ist nicht auch anders. Ja, moin. Alles auch. Ach so. Ah.
Ich würde mal sagen, das war mal ein Fail. Oh, jetzt muss ich von neu machen. Oh, ich glaube, es hackt. So. Ha! Ich habe zwei neue Wäscheschwerter. Sehr gut. Feuer. Zum Glück habe ich natürlich noch eine Fackel. Ich klug bin. Nein, Spaß. Der ist klug auf seine eigene Art. Das ist jetzt nicht klug. Absolut gar nicht. Ah, das ist auch nicht klug. Was bekomme ich? Was? Damit. Wird erstmal verbrannt. Nein, nicht die Lanze. Oh. Aber ich habe eine Idee. Jo. Öffnen. Ja. Boah, 50. So, das verbrennt. Oh, da ist noch eine Kiste. Ritterschwert. Okay, ja. Oh, nee, da ist noch so einer. So. Aber für diese Wächter benutze ich am besten ihr Wächterschwert. Das tut denen am meisten weh. Ja, davon habe ich auch. Eine Wächterlanze, okay. Und schon der nächste. Achso, die geben jetzt nur Lanzen. Zora-Lanze. Oh ja, die ist um 1 besser. Fackel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Weil die Zora-Lanze. Ich brauche halt Waffen, ne? Bitte was? So. Yes.
Okay, das war gar nicht mal so schwer. Ist noch eine Truhe. Für Antika Rector. So. Oh. Ach so. Oh. Na, roll. Roll. Warum sterbe ich? Bitte sag mir nicht, ich muss das Ganze von neu machen. Oder? Oh. Wisst ihr was? Wir machen das im nächsten Video weiter. Und damit sage ich auch schon Wiedersehen. Bis dann.